Die Zinsen werden niedrig bleiben. Das haben die Notenbanken diesseits wie jenseits des Atlantiks angekündigt. Und die Frage ist, wie man sein Geld in diesem Umfeld überhaupt noch mehren kann. Das ist unser Thema jetzt mit Andreas Meissner. Er ist Geschäftsführer der Andreas Meissner Vermögensmanagement GmbH. Herr Meissner, ganz grundsätzlich gefragt, ist es eigentlich schwieriger geworden, in diesem Umfeld Geld anzulegen oder eher leichter? Sieht man beispielsweise auf den DAX über 9.000, könnte man das ja meinen. Ja, also für den Anleger ist es auf jeden Fall schwieriger geworden. Zum einen ist es so, dass der Markt für ihn gefühlt teuer geworden ist. Zum anderen ist es so, wenn er sich heute auf den Weg macht und möchte beraten werden, dann ist durch den ganzen Regularien, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, es schwieriger geworden, eine fachliche Person zu finden, die ihn umfassend berät über die Kapitalanlagemöglichkeiten. Ich habe es angesprochen, DAX über 9.000. Die letzten zwei Jahre liefen wunderbar, aus Sicht der Bullen zumindest, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wie sind die Erwartungen Ihrerseits an die Aktienmärkte? Ja, man darf natürlich als Anleger nicht nur den deutschen Markt sehen. Also wir investieren ja, wenn, immer global. Und wenn man die Erwartungen einfach nur für sich nimmt, dann würde ich sagen, die Erwartungen sind positiv für die nächsten Jahre. Aber man sollte hier natürlich ganz klar trennen. Denn die Erwartung nur für Deutschland, wenn man da jetzt sagen würde, positiv, das würde mir nicht ausreichen. Man muss es schon global sehen. Man konnte zum Beispiel auch letztes Jahr in gewissen Aktienmärkten Geld verlieren. Wenn man jetzt in die Märkte reingeht, es geht ja nicht nur um Aktien, es geht ja um die Börsen an sich. Es gibt viele verschiedene Anlageklassen. Es gibt ja viele Anleger, die sagen, ich kenne mich nicht so gut aus, möchte nicht unbedingt in Einzelwerte hineingehen. Da gibt es ja mittlerweile viele Vehikel, Fonds, Zertifikate, ETFs beispielsweise. Welchen Ratschlag hätten Sie an die Anleger? Also grundsätzlich ist es so, für jeden Anleger gibt es auch die richtigen Vehikel. Und im Augenblick werden gerade die ETFs sehr propagiert, gar keine Frage. Aber die Frage ist, welcher Anleger ist dafür geeignet? Also wenn ein Anleger meint, er ist selber sehr gut und sehr versiert und versteht alle wirtschaftlichen Zusammenhänge und sucht sich Aktien raus oder sucht sich ein ETF eines bestimmten Marktes heraus, dann glaube ich, wird er sehr erfolgreich sein. Wenn er aber eben nicht dieser Meinung ist, weil er seinen eigenen Beruf hat oder andere Passionen, die vielleicht auch ich sag mal, mehr in der Privatsphäre liegen wie Sport, dann sollte er sich eines Profis bedienen und da sind zum Beispiel häufig vermögensverwaltende Fonds sehr geeignet. Wie gut, dass ich einen Fondsmanager hier auch vor der Kamera habe, der uns ein bisschen was darüber erzählen kann. Sie managen auch zwei Fonds, einer eher offensiv, einer defensiv ausgerichtet. Vielleicht fangen wir mit dem Offensiven an und können da vielleicht ein bisschen mehr rüber verraten. Ja, also wir managen zwei Fonds. Wie Sie schon eben sagten, der eine ist offensiv ausgerichtet, der andere defensiv. Offensive Ausrichtung heißt für uns, dass wir schwerpunktmäßig in Aktien investieren. Wir haben eine globale Ausrichtung. Wir sind auch nicht auf einzelne Märkte jetzt beschränkt. Wir waren zum Beispiel sehr stark in Amerika, Europa und also in Europa schwerpunktmäßig in Deutschland fokussiert, haben aber zuletzt auch jetzt mal wieder die Emerging Markets entdeckt, haben auch mal Minenwerte reingenommen, wo wir vorher überhaupt nicht präsent waren. Und das ist die Aufgabe, die man an einen Vermögensverwalter eben stellen sollte, speziell an einen Fondsmanager. Soweit also der Blick auf den offensiven Fonds. Wer es nicht ganz so offensiv mag, eher vorsichtiger, sind ja auch viele deutsche Aufgestellte. Wie sieht es mit dem defensiven Fonds aus? Ja, das ist genau richtig, Herr Franek. Es ist natürlich so, derjenige, der eher in Festgelder investiert und sein Geld geschützt wissen möchte und nicht diese Volatilitäten erleben möchte, wie eben seit Lehman Brothers in den Aktienmärkten Usus, der kann bei uns in den Defensiven investieren und wir suchen dann eine Auswahl an Renten, Genussscheinen, Papieren heraus, die für diesen Anleger geeignet sind und kaufen die. Und da ist ganz klar das Credo, also Werterhalt vor Rendite. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und da sind natürlich dann die Schwankungsbreiten sehr gering. Zum Schluss machen wir eine Schleife drum um dieses Gespräch. Wir gucken auf die kommenden 12 Monate. Sie haben schon angesprochen, es ist sicherlich nicht leichter geworden, Geld anzulegen. Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen? Ich habe es eben ganz kurz angedeutet. Also die größten Herausforderungen sehe ich nicht in einer zweistelligen Rendite. Wäre schön, wenn wir es wieder erreichen könnten. Also gerade im Offensiven haben wir es ja auch geschafft. Aber die größte Herausforderung besteht darin, in den nächsten 12 Monaten sein Geld zu halten oder das Kapital zu erhalten und kein Geld zu verlieren. Denn es ist ja immer so, ein DAX damals bei 8.000 war zweimal sehr anfällig. Jetzt haben wir einen DAX also weit drüber. Also die 9.000 wurde einfach so übersprungen. Und da kann man auch ganz schnell mal Fehler machen, weil man sorglos wird. Und das ist in meinen Augen für die nächsten 12 Monate ganz wichtig, dass man nicht zu gierig wird und auch mal hier und da Absicherungsgeschäfte betreibt.
Und dafür habe ich Sie ja auch als Sparringspartner dann bei der Geldanlage. Das ist genau mein Job, Herr Franek. Wunderbar. Das war Andreas Meißner von der Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH. Ist dort Geschäftsführer. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich danke auch.